Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Griever Games News, Leute. Heute soll es mal darum gehen, dass die Server im Moment ganz schön große Probleme haben. Und zwar ist es so, ist gerade, ich weiß gar nicht, welchen Namen heute, der 13.10. Leute. Und es gibt seit heute früh gibt's massive Probleme mit den Servern. Immer wenn man auf einen Server geht, dauert es wirklich 10 Millionen Jahre, bis der geladen ist, bis man bei seinem Plot ist. Und dann kann man immer noch nicht richtig spielen, man wird andauernd zurückgebuggt. Im Moment gibt es da irgendwelche Hardware-Probleme. Es gab ja auch zwischenzeitlich schon Probleme, dass die Server einfach nicht verfügbar waren. Das lag anscheinend irgendwie am Anbieter. Ist jetzt anscheinend wieder geklärt. Ich schätze mal, dass irgendwelche neuen Plugins drauf gespielt wurden und die jetzt hier so ein bisschen verrückt spielen. Und die Server-Performance ist durchgehend am Limit eigentlich, Leute. Obwohl, wirklich, ich war heute früh schon online, da waren 100 Spieler online und der Server hat 250 Slots, Leute. Da war schon selbst sehr, sehr kritisch. Da konnte ich nicht richtig meinen Plot weiterbauen. Wenn ich am Spawn gegangen bin, hat es nur noch geleckt. Oder wenn ich zu anderen geessen wollte, Leute. Naja, auf jeden Fall, Leute, wird auf CityBuild 15 und 8 im Moment neue Hardware auch noch getestet. Natürlich kann diese Lags auch durch die neue Hardware kommen. Aber da nicht nur CityBuild 15 und 8 betroffen ist, Leute, schätze ich mal, dass es einfach durch irgendwelche Plugins kommt oder dass der Server generell im Moment ein bisschen am Abschmieren ist, weil einfach irgendwelche Leute wieder versuchen, den zum Abschmieren zu bringen, obwohl es dafür ja schon Anti-Cheat-Plugins gibt, Anti-Redzone-Plugins, die den ganzen Tag online sind, Leute. Und es gibt noch eine wichtige News. Die Glitch-Welten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Leute, da konnte man früher richtig gut Slime farmen. Das ist einfach wie eine City-Bit-Welt, halt nur komplett gerade mit Gras. Und wo einfach Monster spawnen, Slimes und so. Und da lagern auch manchmal Duplizierer ihre Sachen. Die Glitch werden bis zum 31.10. gelöscht werden. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr dort noch wertvolle Sachen habt, die rauszuholen, Leute. Es gibt aber auch nur noch recht wenige Leute, die dort ein Home haben, nach meiner Meinung. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine Ausgabe dazu gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like unten abonnieren lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.